What's poppin', Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video heute. Video! Eigentlich wollte ich heute gar kein Video machen, eigentlich wollte ich gar kein Rad fahren, weil von vorgestern auf gestern in der Nacht bin ich so ein bisschen am Kränkeln gewesen, aber ja, die Sonne scheint, naja, es geht so, aber die Sonne scheint fast, das Wetter ist schön und deswegen wollte ich zumindest probieren, auf dem E-Bike ein paar Runden Hometrail zu fahren. Ja, vielleicht kennt ihr das, es juckt dann einfach in den Fingern und ja, jetzt werden wir einfach eine ganz, ganz spaßige, entspannte Hometrail-Runde machen. Haben wir ewig lange nicht mehr gemacht. Michis Fahrrad macht richtig komische Geräusche. Ja, Michi braucht einen neuen Steuersatz neu und so, da ist jede Menge zu tun auf jeden Fall. Naja, wir fahren jetzt mal los und checken mal kurz, was mit dem Rad ist. So Leute, Versuch Nummer 2. Wir haben jetzt ein bisschen von so einem Zeug da reingesprüht, was der André von MTB so ein Spray uns gegeben hat. Damit quietscht es jetzt nicht mehr, aber ich denke, Greenhill hat einfach seine Spuren hinterlassen. Ich war überrascht, dass die Lager beim Norco so gut aussahen, als wir den Dämpfer getauscht haben. Aber naja, wir machen jetzt den zweiten Versuch und Grüße an MTB Sonnen Spray. Wir brauchen auf jeden Fall eure Hilfe demnächst. Am besten bevor es in den Urlaub nach Österreich geht. Ja, ja. SOS. SOS. Unsere Fahrräder sind im Eimer wegen Greenhill. Also Leute, wir haben gerade besprochen, dass man halt auf jeden Fall ein Zweitrad braucht eigentlich, ne? Weil Punkt Nummer 1, weniger Verschleiß natürlich auf dem einen Rad. Punkt Nummer 2, man hat ein Ersatzrad und wenn es jetzt nach mir geht, ne, braucht man eigentlich ja auch ein Drittrad wieder, weil es könnte ja auch sein, gerade bei E-Bikes, da öfter mal die Sachen kaputt, dass man da nochmal Ersatz braucht. Michi übrigens übelst eisern, pedaliert hier einfach ohne Motor hoch. Aber man sieht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf am kreisrunden Tritt. Ne? Tritt sehr viel mit dem Mittelfuß da. Ja, natürlich nicht so einen guten Rundtritt machen. Aber ja, jetzt gleich hier am Anfang. Wir wollen es ein bisschen warm. Ich bin mal gespannt, wie meine Energie ist. Also jetzt beim Uphill geht's noch. Aber ich merke schon, dass ich nicht ganz auf der Höhe bin. Aber du hast ja auch die Lear-Schuhe, ne? Aber mit den One-Up, da klebt auch irgendwie alles drauf. Und weil das farblich so gut passt, ist halt gut, ne? Das erste Mal aktiv springen versucht zu lernen, weil von da aus Anlauf viel zu wenig. Man musste so ein bisschen aktiv springen, um da an die Landung zu kommen. Im Fokus war ich mit dem Dean hier.
So Leute, wir radeln zurück. Das war's für heute. War ein cooler Tag, richtig chillig. Ich bin froh gewesen, draußen gewesen zu sein und vor allem froh, dass meine Lunge und so weiter mitgemacht haben, dass es nicht so tragisch war, wie ich zuerst dachte. Ich glaube, ihr halt das jetzt extrem. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Die Michi freut sich jetzt schon extrem auf den Uphill. Ja, ich freue mich am meisten aufs Essen. Aufs Essen? Ja. Essen ist immer gut. Ja, wir fahren auf jeden Fall zurück. Lasst gerne ein Abo da. Ich wollte euch einfach heute mitnehmen. Ich hatte einfach Bock, was zu filmen und gleich vielleicht das direkt zu schneiden, so just for fun. Hoffe, hat euch wenigstens Bock gemacht. Coole Leute getroffen im Wald. Mega. Wenn ihr das Video seht, Grüße an euch nochmal. Und ja, lasst gerne ein Abo da. Kommentieren, auch ob Wind. Okay, der Wind geht nicht mehr weg. Ich schalte ab für heute. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Rechts.